Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Ursula von der Leyen stellt sich am Dienstag zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin und sie muss bis zur letzten Minute um eine Mehrheit im Europaparlament kämpfen. Die geheime Abstimmung ist für 18 Uhr angesetzt. Die rechtskonservative Fraktion EKR hat sich nicht auf eine einheitliche Haltung zur Kandidatur von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin einigen können und die Abstimmung freigegeben. Dies teilt ein Fraktionssprecher der deutschen Presseagentur zum Auftakt der Wahl im Europaparlament mit. Der EKR-Spitzenkandidat zur Europawahl, der Tscheche Jan Zahradil, äußerte sich sehr kritisch zu von der Leyen. Diese habe erhebliche Zugeständnisse an linke Gruppen gemacht, um deren Stimme zu bekommen. Unter anderem habe sie unrealistische Klimaziele versprochen. Auf die Wünsche von Mitte-Rechts sei sie hingegen nicht eingegangen. Die Gruppe, in der unter anderem die polnische Regierungspartei PiS zu Hause ist, hat 62 Sitze. Ursprünglich hatte die Fraktionsführung Zustimmung angedeutet, der aktuelle EU-Kommissionspräsident Juncker hatte in der Abstimmung 2014 übrigens 422 Stimmen erhalten, von 751. Noch ist die Auszählung der aktuellen Abstimmung noch nicht.